Wenig später hatte ich eine Adresse in der Hand. Sie gehörte zu einer jungen Frau, auf deren Namen der Wagen zugelassen war. Ich fand sie etwas außerhalb der Stadt. Sie öffnete mit nassen Haaren und einem Föhn in der Hand. Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Ich müsste schon längst weg sein. Was wollen Sie? Felix kommt erst in einer Stunde wieder und ich habe keine Ahnung, was mit den Versicherungen ist. Da kann ich Sie beruhigen. Ich weiß auch nicht, was mit den Versicherungen ist. Was arbeitet Ihr Mann? Ist das eine Meinungsumfrage? Ich habe keine Meinung. Und wenn ich eine habe, dann nicht für Sie. Ist es deutlich genug? Es sind schon Leute beim Haartrocknen umgekommen. Gehören Sie zu einer Sekte? Oder verkaufen Sie Lexiköner? Ganz schlecht geraten. Dafür kann ich Ihnen leider keine Bonuspunkte geben. Ich glaube nicht, dass Sie so die erste Runde überstehen. Jetzt reicht es aber. Was wollen Sie hier? Ich komme von der Sendung Heiteres Beruferaten. Wir möchten Ihren Mann einladen als Gast. Dazu möchte ich aber wissen, was er arbeitet. Was? Die Sendung mit dem Schwein? Gibt es die noch? Mein Freund ist Innenarchitekt. Wir sind aber noch nicht verheiratet. Das ist jetzt aber schade. Eigentlich suchen wir doch einen Gärtner. Ach, hoffnungslos. Mein Freund hat da, wo andere einen grünen Daumen haben, einen Pflanzenkiller mit auf den Weg bekommen. Bei ihm gedeiht nicht einmal eine Plastikblume. Offenbar war also der Gärtner kein Gärtner. Und das war doch immerhin schon etwas. Zufrieden und mit diesem Gedanken im Kopf ging ich zurück in mein Büro. Dort hing ein Zettel an meiner Tür. Bin bei der Polizei, Fundbüro. Zum Glück weiß unser eins solche Rätsel zu knacken. Und so landete ich bei der Polizei und traf auf die Frau aus dem Fundbüro. Nichts, Maloney. Im Garten war absolut nichts. Soll ich Ihnen ausrechnen, was diese Aktion gekostet hat? Ach, Geld! Immer reden Sie nur von Geld. Es geht um ein Menschenleben. Stellen Sie sich vor, Maloney, dieser Polizist hier hat sich zuerst geweigert, nach Australien zu telefonieren, um meine Freundin ausfindig zu machen. Das erstaunt mich nicht. So lange Telefonnummern können Polizisten nicht fehlerfrei wählen. Jetzt aber mal halblang, Maloney. So etwas lasse ich mir von Ihnen nicht bieten. So. Und jetzt ganz tief durchatmen. Aha. Das wäre also die langersehnte Antwort. Ist wohl Englisch. Soll ich übersetzen? Ich verstehe Englisch, Maloney. Keine Bange. Hier, sehen Sie. Was never arrived in Australia. Wie bitte? Nie angekommen? Das heißt, meine Freundin ist seit 2 Jahren verschwunden. Das muss nichts heißen. Vielleicht hatte sie es sich anders überlegt. Und wenn man sie ermordet hat? Also im Garten liegt sie nicht. Also, wenn Sie jetzt noch den Keller umgraben wollen, dann sage ich nur eins, Maloney. Raus! Aber vielleicht liegt sie tatsächlich im Keller dieses Hauses. Ich wiederhole mich nur ungern. Raus! Er wiederholte sich noch einige Male. Als ich wieder draußen war, brannte die Sonne auf mein Gesicht. Und auf meinem Anzug schimmerten die hellen Perlen, die der Polizist darauf abgesondert hatte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging zu einer chemischen Reinigung.